nee, ne? Komm her, du. Und liebe Grüße an deine Kumpels. Gut. Das ist jetzt Minecraft pur. Ja. Meine Sachen sind tatsächlich inzwischen verschwunden. Ich kann also hier außer jetzt rumrennen und mit dem Schwert zu kämpfen leider nichts mehr machen. Hier habe ich Gott sei Dank mein Schild hingestellt. Ausgang, wunderbar. Mensch, sind die Sachen wirklich nicht gedroppt? Nee. Das ist mir jetzt auch egal. Ich gehe jetzt. Es ist sowieso alles verloren. Also wenn ich jetzt hier jetzt wieder drauf gehe, ist es auch nicht so schlimm. Auf jeden Fall lasse ich mich nicht unterkriegen und ich werde euch jetzt trotzdem noch etwas von der Mine zeigen. Denn gerade für die Leute, die Minecraft noch nicht gespielt haben oder gerade erst anfangen oder noch nie in so einer Höhle waren, die sehen jetzt einfach mal, wie großzügig es da ist. Da hinten hin habe ich ja eine Lavaquelle. Och, ich renne hier einfach, ist mir ganz egal, ob da jetzt Monster sind. Ja, man findet hier wirklich enorme... Ich habe auch noch Ressourcen hier drin. Also ich sehe hier jede Menge Kohle noch. Und tiefe Löcher hier, dunkle schwarze Löcher, die ich doch noch gar nicht erkundet habe. Das hätte ja vielleicht doch noch mal was gebracht. Ich komme trotzdem immer noch nicht darüber hinweg. Hier gehen wir mal runter. Da ist hell, da war ich schon mal. Naja, ich meine, also... Gut. Ich komme noch nicht drüber weg, dass ich eigentlich alles verloren habe. Auch die Fackeln, die wären uns jetzt natürlich wirklich, wirklich von Nutzen. Ohne Fackeln kann man hier wirklich nichts Richtiges anfangen. Ja, pass mal auf. Ich mache, glaube ich, nochmal eben einen Cut. Und hol mal Fackeln. Also bis gleich. So, ich hatte hier in der Kiste doch noch ein paar Sachen liegen. Konnte mir schnell noch ein paar Fackeln bauen und habe jetzt auch noch eine Spitzhacke dabei. Sodass ich jetzt nicht zur Burg Wiesenfeld zurücklaufen musste. Das soll jetzt hier erstmal reichen zum Angucken. Hier war ich halt schon mal, aber ja gut, nö, hier ist eigentlich nichts Großartiges zu sehen. Laufe ich doch wieder den Hauptgang zurück, da wo diese tiefen Löcher waren. Da habe ich echt nicht mehr dran gedacht, dass ich da wirklich noch einiges zu entdecken habe. Hier wollte ich schon mein Leben lang noch eine Fackel hinstellen. Das ist eine Gruselecke so irgendwie. Können ja auch mal nochmal in die obere Höhle laufen. Mal sehen, was uns da noch alles erwartet. Lehm. Man sieht auch, warum die obere Höhle heißt. Die geht ja nach oben so ein bisschen. Oh, hier, jetzt erinnere ich mich, dass ich hier auch mal gegen Skelette gekämpft habe. Das geht jetzt gar nicht, weil ich keinen Pfeil im Bogen habe. Also, Skelette sind auch so typischer Fall für in die Ecke oder Engel locken und damit Pfeil und Bogen bekämpfen. Wo renne ich mal weiter? Ich renne mal weiter da hoch. Können mich mal alle. Interessanter, schöner Raum hier. Häng da mal eine Fackel hin. Ja, nur Rohstoffe, ne, wie ich das schon gesagt habe. Rohstoffe gibt es ja eigentlich nicht mehr. Nur noch rohe Zombies. Bisschen mehr Licht. Schad nix. Ja, komm, ey, hier ist doch irgendwas. Jungs. Zombie, komm her. Wo bist du? Kann ich auch. Na, hier ist nichts mehr. Keine Rohstoffe. Stockfinstere Nacht, hallo? Wo laufe ich denn hier überhaupt hin? Ah! Ah, du. Das hast du ja wirklich dir so anders vorgestellt. Okay, erschreckt hast du mich, aber das hast du jetzt davon. Ja, wirklich, da denkt man an nichts Böses, ne? Und ich hatte auch gerade so eine Fackel in der Hand, ne? Weil ich für Beleuchtung sorgen wollte. Ja, super. Und das war dann... Hat er genau ausgenutzt, du.
hinterlistiges Pack. Okay, ich weiß nicht. Oh, da, guck mal, da ist er wieder. Da ist ja auch irgendwie Sterne, sehe ich da draus. Bin ich so weit nach oben geklettert? Ja gut, so tief war der ja nicht, die. Ach, wo komme ich denn jetzt hier raus? Und vorhin noch so getönt, ich kenne ja jeden Stein. Da hat einem anderen. Komm, 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 mein lieber Freund. Nicht mit mir. Da konnte ich jetzt nichts anderes machen, als schnell nach hinten zu rennen. Ein paar Schritte und zu gucken. Also dann nützt es gar nichts, wenn man da lange versucht, irgendwie zu kämpfen mit dem Schwert. Wenn der sowieso schon zischt und funkt, der komische Sprengwurm, dann hat man da auch keine Chance. Dann wird der gleich in die Luft fliegen und wenn man zu nah dran ist, dann war es das wieder. Man sieht jetzt auch an meinen Rüstungszeichen, ne, dass die mir auch so ein bisschen geholfen hat. Die hat ein bisschen Schadenspunkte mir noch abgenommen hier. Ist auch wieder so ein dickes Loch. Und da unten geht es nur runter. Mich interessiert im Prinzip gerade nur, wie schön es auch draußen hell wird, wo ich jetzt hier überhaupt rauskomme. Ah, der kam auf jeden Fall, hatte der mich von oben halt, der kam runtergehüpft, ne? Und ich bin immer noch so richtig, ich stehe immer noch unter dem Eindruck des ursprünglichen Plans, hier einfach nur mal gemütlich, so eine kleine Anfängerrunde, so einen kleinen gemütlichen Sonntagsspaziergang in die Südmine zu unternehmen, die ja so langweilig ist, weil es da ja keine Rohstoffe mehr gibt. Ja, von wegen. Das ist die reinste Qual gewesen hier. Ein Wunder, dass ich jetzt noch lebe. Ich bin nur zweimal draufgegangen. Ist das nicht schön? Gut. Eisen, ne? Komm mal, wie gesagt, ich war, glaube ich, vorhin dabei zu erklären, dass man sich da mal überlegen muss, will man das erst sichern hier, den ganzen Bereich, oder nimmt man sich das alles direkt mit? Eisen kann man sich meistens immer direkt mitnehmen, weil es ist oft nur so zwei, so drei Blöcke, die man rucki-zucki so abbauen kann. Bei Kohlevorkommen ist das schon etwas anders. Denn Kohleadern, die sind meistens sehr umfangreich. Ach, hier bin ich. Ja, das stimmt auch. Stimmt auch. Ich bin hier in meiner Dünenlandschaft. Das ist so ein Ausflugsgebiet, so ein Ausflugsgelände. Ich habe mal irgendwann hier so... ich weiß ja auch wieder, wo ich bin. Ich habe irgendwann hier mal so einen Spaziergang gemacht und dann diese Gegend hier entdeckt. Da hinten am Horizont sieht man auch, dass ich da eine Schutzhütte gebaut habe. Oh, das ist nur eine Kuh da, keine Sorge. Ich glaube, es sollte auch langsam niemand mehr hier so rumspringen. Ich bin auch froh, dass ich jetzt gerade wieder mal ein bisschen frische Luft sehe. Das war doch wirklich eine sehr, sehr anstrengende Nacht. Genauer genommen sind in der Zwischenzeit sogar schon zwei Nächte vergangen, weil ich ja einen etwas katastrophalen Versuch unternommen hatte, hier nochmal hinzureisen. Da unten war nochmal ein Dungeon. Ein ganz komischer Dungeon. Also der war richtig offen nach oben und das Wasser floss erst später rein. Das habe ich, glaube ich, selber aus Versehen gemacht. Aber da unten war auch eine Lavaquelle drin und alles. Also die Monster, die da unten spawnten, die waren nicht sehr glücklich. Die kamen da nie raus und sind meistens auch irgendwie in die Lava gesprungen. Trotzdem habe ich mir da unten irgendwie die Kisten gesichert, die es darin gab. Es ist ja so, dass in den Dungeons auch meistens Kisten stehen, die dann irgendwelche Sachen beinhalten, die man sonst nicht findet oder nur sehr selten findet. Die haben sehr viele Eimer sind da drin und Äpfel und sowas. So ein Kram. Ja. Es ist wirklich eine komische Stelle hier. Da hinten ist meine so eine Schutzhütte, die wir jetzt gar nicht brauchen. Der Tag ist noch lang. Burg Wiesenfels befindet sich praktisch ja hinter diesem Berg da hinten. So ungefähr in dieser Gegend. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Nee, gerade sieht man es nicht. Aber hier habe ich noch vereinzelt Feuerchen hingestellt in die Landschaft, so Markierungsfeuer, Leuchtfeuer da hinten am Horizont, da sieht man noch so eins ganz schwach. Einfach, weil ich halt sehr viel reise, das sind so, ab und zu stelle ich mir solche Orientierungspunkte auf, wenn ich irgendwie einen gewissen Weg schon erkundet habe,
Das ist immer sehr schön, so sehr einfach. Aber wie ihr seht, ich habe zum Beispiel, ich quatsche jetzt einfach viel dazu, gar nichts mehr zu dem Thema. Ich habe auch nie einen Kompass dabei oder sowas. Nee, ich wollte diese Episode gerade sowieso aufhören, weil das mit der Mine, das hat jetzt, glaube ich, erstmal so hingehauen. Und ich weiß jetzt im Moment noch gar nicht so richtig, was ich in der nächsten Folge mache. Vielleicht bleiben wir hier mal in der Gegend, gucken uns hier was um. Und ich erzähle euch dann noch so ein bisschen mehr. Jetzt erstmal Schluss und bis zum nächsten Mal.